Eine Kobra packt man am besten am Schwanz. Wie das bei einer so giftigen Schlange geht, weiß der Leiter der Reptilienauffangstation in München. Greifen. So, weg mit dem Haken. So, und jetzt kannst du einfach einen Schritt zu mir rüber machen. Dann bleibst du hinter der Schlange. Jetzt hast du sie an der Leine, ne? Wie ein Yorkshire Terrier. Und jetzt hakst du sie wieder ein, nimmst sie hoch. Tonnenmann ist bereit. Köpfchen rein, Haken weg und schwupps. Sehr gut, so war's richtig. Zwei Soldatinnen und drei Soldaten der Bundeswehr lernen in diesem Münchner Hinterhof, keine 100 Meter vom Englischen Garten entfernt, wie man mit einer Schlange richtig umgeht. Einer von ihnen ist Alexander. Nachnamen will die Bundeswehr nicht veröffentlichen. Alexander ist Stabsunteroffizier im Sanitätslehrregiment Niederbayern. Ja, es ist durchaus aufregend. Das ist eine sehr neue Erfahrung. Also für mich auch ein komplett neues Gebiet, weil man hat sonst nie damit zu tun und wird halt auch für den Einsatz benötigt. Denn in Kürze wird Alexander in Mali eingesetzt. In 4 Monaten endet dort die Friedensmission der Vereinten Nationen. Und gerade beim Abbau eines Armeelagers kann es die ein oder andere Überraschung geben. Haken weg und einen Schritt nur näher hin und fallen lassen. Kobra gefangen, herzlichen Glückwunsch. Dort lauern natürlich auch unterhalb den Containern und Zelten die Gefahren von den ganzen Reptilien, die wir auch hier jetzt quasi auf dem Lehrgang mitunter auch betreuen bzw. dann eben auch empfangen. Nach Möglichkeit sollten die Soldaten die Tiere nämlich nicht töten. Denn auch im Auslandseinsatz gilt für sie das deutsche Tierschutzgesetz. Grundlos darf keinem Tier Schaden zugefügt werden. Auch wenn es einem erst einmal Angst macht, gerade bei Schlangen ist Kopfarbeit gefragt. Die größte Herausforderung passiert hier oben, nämlich diese ganzen Fernsehberichte und schlechten Filme auszublenden und wahrzunehmen, dass dieses Tier überhaupt keine Lust hat, Menschen anzugreifen, dass man mit ihm arbeiten kann, wenn man es richtig macht. Und dass man dann nicht wirklich Angst haben muss. Der Puffotter etwa rückt man am besten mit einem Besen zu Leibe. Sie ist ziemlich giftig. Langsam. Wenn du hektisch wirst bei Puffotter, bist du tot. Und auch bei der Kobra hilft es, gelassen zu bleiben. Selbst wenn ich jetzt da vorbeigehe, droht die nur. Die könnte mich ohne weiteres beißen. Will sie aber nicht. Weil Gift ist wertvoll. Und für die Soldaten ist das Wissen wertvoll, das sie in den vergangenen 3 Tagen in der Reptilienauffangstation mit auf den Weg bekommen haben.